Dann machen wir Auto Und zu jetzt wieder weisen, ne? deine? Ja, das. Auto Ah, zu weisen, verdammt, das hab ich stelle ich. befürchtet. Ja, okay. Guck, da regnet's doch. Nein, das heißt nur Storm. Ach doch, da regnet es echt. Oh, da Ich habe nur regnet's! auf dem ersten Bild. Alter, da hast du absolut recht, da regnet's. Aber das ist nur auf dem ersten Bild, ey. Ist mir nie aufgefallen eigentlich. Jawohl, der Christian muss alleine. Das hatte ich befürchtet. So. Claymores oder nicht Claymores? Nee, nee, gar nichts. Nur Messer. Nur Messer. Nur Aber das Messer. Messer noch was ändern. Ist halt die Frage, ob wir überhaupt die Bombe legen. Ach nee, dann habe ich das ja eh schon hier. Ich sehe dich. Jawohl. Nein. Boah, Boris hat das Schild, das ist ja ganz mies, ey. Nein! Ah! Falsche Taste! Falsche Taste! Ich habe eine Granate geworfen, aber ich wollte eigentlich ein Wurfmesser werfen. Oh, aber okay. Du hast das Schild, Boris, das ist natürlich echt. Oh je, das wird schwierig. Na gut. Ja, Schild, da habe ich gar auch nicht das dran Schild gedacht. Nehmen müssen. Ja, das ja, ist Schild habe ich aber. Habe ich nur im Rücken. Ja, ja, das stimmt. Ach, das benutzt du auch nicht. Nee, nee. Okay. Okay, das ist gut. Ah, mein Messer! Nein, ich sehe das immer nicht. Wo ist denn mein Messer jetzt? Da ist es. Okay, ich habe mein Wurfmesser wieder. Halt, die Bombe haben wir noch nicht. Jetzt haben wir auch die Bombe, so. Ja, ist halt die Frage bei Messern, Bombe legen oder nicht. Aua, hinter mir, ich bin tot. Alter, ich glaube ungefähr eine halbe Stunde hinterher, ey. Eine ja, halbe ich. Stunde. Ich hatte mein Messer weggeworfen, dann musste ich noch die Bombe holen. Bombe erlangt. Nein, ah! Da wollte ich das Wurfmesser machen. Da wollte ich das Wurfmesser machen. Ja, warum läufst du dann hin, wenn du werfen willst? Ja, genau. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Ja, weißt du, Wurfmesser aus 30 cm Entfernung oder was? Ja, ich wollte mich beide Optionen offen halten. Ach Mann. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Also. Ja, ist okay, aber, ey, Boris, original, ich hab nicht gesehen, dass du die Bombe bei dir geholt hast. Da war ich hinter dir. Neben dir. Ich das jetzt? Hast du mich ja nicht gesehen, oder was? Nein, ja. ich krieg gar nichts mit jetzt mehr. Da hast du mich nicht gesehen? Ich habe keinen Reyeli mehr. Der ist jetzt leer. Ich dachte erst, du denkst, ich wäre Boris, ja? Aber... Wie machen wir das denn jetzt? Ich würd ja sagen, die Bombe erst... Nein, nein, nein! Ich hab das Messer daneben geworfen. Ich wollt's holen. Ach so, du hast schon Messer geworfen. Ja. Ach Mann. Ich würde ja sagen, die Bombe erst legen, wenn einer von dem Zweierteam tot ist, oder? Weil sonst ist es echt schwierig mit Messern. Man kann ja nicht aus der Entfernung dann irgendwie killen. Das ist ja. Wird ein bisschen schwierig, auch mit Wurfmesser. Das stimmt allerdings auch. Du, Boris A ist frei, der kommt nicht mehr. Wurfmesser ist tatsächlich auch echt schwierig, muss ich sagen, also. Wurfmesser ist schwierig. Eigentlich hätte man sagen müssen, Messern oder Wurfmesser. Also eigentlich müsste man es ganz genau trennen, ja, weil das Wurfmesser, weil da muss man sich das Messer ja erstmal wiederholen. Oh! Nein, ja! Das war das scheiß Schild! Das war das scheiß Schild, ja! Weil ich laufe da rum und dann treffe ich dich am Rücken, wie man sieht. Ja, ja, auch geil, wo du da getroffen hast, ne? Also. Ja, gar nicht. Doch, nein, das war wirklich das Schild, das hat richtig Pang gemacht, ja. Nee, nee, das ist schon klar, du, da, bei dir ist ja alles okay. Nur das Wurfmesser, das ging meiner Meinung nach so ungefähr 4 cm an dir vorbei, aber egal. Nein, das war doch normal gemessert, oder? Nee, nee, da dachte ich. Nee, nee, nee. Ach so. Nee, nee, das war das Wurfmesser. So, Volki. Du kannst natürlich jetzt, weil du alleine bist, die Bombe jederzeit legen. Dann mache ich das doch. Aua! Ah, vorbeigeworfen. Der ist bei... Der, ah. Ach, scheiße. Bei B hat er gelegt, du. Oh. Der ist bei A. Ach, scheiße. Bei B. Ja, also... Da habe ich verbockt, ja. Ich habe vorbeigeworfen. Ah, so kann man sagen. Nein, das ist ein Scheißschild, das ist ein Scheißschild, ja. Oh mein also, Gott. Das gibt es doch nicht, ja. Oh mein Gott, dieses Schild, ich hätte es auch ah, nehmen sollen. Immer mit dem Rücken zu mir. Ja.
Ich hätte es nehmen sollen, dieses Schild. Das ist ja der Hammer. Ja, das Schild ist echt, also das ist natürlich bei so einem Messerkampf natürlich Da waren gerade locker drei Treffer von dir, Christian, glaube ich, die ich gehört habe. Naja. So, jetzt aber. Jetzt kriegst du es mit dem Wurfmesser, aber sowas von. What? Der ist hier nicht. Ich hab ihn hier nicht gesehen. Ja, ja. Schon klar, ne? Weißt du Bescheid, ne? Ich hab ihn gesehen, er ist bei A. Aber wo ist er jetzt? Was mit normalen Granaten? Also Blendgranaten. Ah! Wo? Nein! Der ist bei A! Der ist bei A! Ach nee, ey, wo warst du denn da? Ach Mann, Christian. Ja, ich bin hinterhergelaufen. Das war ein ganz guter Weg von mir eigentlich, ja? Ja. Aber fair war es nicht. Ich muss jetzt nur, ich hab mein Wurfmesser verworfen. Das hab ich jetzt nicht mehr, ne? Oh. Nutzt mir aber eh nichts mehr. Nee, du musst es dir wiederholen. Alter, das ist halt echt. Da kommst du aber auch Gold richtig, also. Ja. Ich hab's rausgezögert. Du musst dir das wiederholen, Christian. Du kannst es wieder aufheben. Ja, aber Alter, ich war so froh, ich dich umgebracht habe, da gehe ich doch nicht zu meinem Messer dann auch. Ja, der Messer war irgendwo bei dem Gabelstapler. Da musst du nur hingehen und musst X drücken, dann hast du es wieder. Ja. Ja, ein bisschen anstrengend musst du dich schon. Ja, entschuldige. Nein, da gibt's keine Entschuldigung für. Ja, vielleicht nicht. Ah, das haben wir schon gedacht, dass ihr euch die Vorräte holt. Das habe ich schon mit Boris gesehen hier. Christian, bist du wieder im Puppenhaus oder so? In deinem Puppenhaus, ja. Oh oh, der ist allein bei A. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ah! Nee. Stirb doch einfach! Nee. Ah, nein! Scheiße! Ach, nö, ey. Ich hab doch als erstes gemessert. Och, das ist voll gemein, ey. Nein, du hast gar nicht als erster doch, gemessert. Doch, klar, logisch. Das war überhaupt gar nicht fair von dir, ja. Die Situation war bereit. Ja, unsere Runde. Für die nächste Runde. Was? Ja, klar, Bombe entschärft. Ja, sicher. Ach, nein. Und weißt du warum? Weil ich den ersten wieder auf den Rücken gemessert hab, ja. Das ist echt unglaublich, ja. Tut mir leid. So. Ach Mann, ja, ich nehme sie ja schon mit. Wir haben die Bombe. Nein! Ja, sehr gut, ich habe auch geworfen. Gezielt. Also, der war gut gezielt, ja. Boah. Ja. Oh, ja, nice. Ja. Oh, sehr gut. Schade, dass man es nicht sieht. Der noch über mir kniet, ja. Der freche Hund. Wir sind beide halt echt aufeinander zugelaufen und ich wollte auch schon, aber... Nein, das gibt's doch nicht! Das macht ja übrigens auch schon, ja? Ah! Jawohl! Das kann nicht sein! 7-1! Leute. Christian, was machst du denn? Ja, ich bin noch nicht so Ja! Ist ein anderes Zeichen da als ich? Ich hab so ein weites Ding mit dem Wurfmesser. Ja, der ist hier wieder bei B. Ja, da ist er tot! Nein, das gibt's doch nicht! Also eigentlich müsste man echt, man müsste fairerweise sagen, entweder Messer oder Wurfmesser, weil es echt, das normale Messer, das ist halt echt so richtig übertrieben gut, ja. Und dann kann man auch sein Messer nicht mehr holen, ja, wenn der andere normal messern darf, ja, dann kann man ja echt nicht sein Wurfmesser wiederholen, ja. Ah, scheiße! Ja. Ich wollte deins holen. Ja, ich wollte deins holen. Ach, Mann. Kannst du meins auch holen, oder was? Ja, klar, kann ich deins auch holen, logisch. Ja, klar, kann ich aber machen, wenn ich will. Kannst du aber auch lassen, wenn du machst. Ja, dir ist bewusst, wenn du deins nicht geholt hast und meins auch nicht, ja, dann hat der Boris jetzt drei Wurfmesser. Ja. Oh mein Gott. Ja, klar. Warum auch nicht? Boah, da, ich seh's schon. Nein, stirb doch einfach.
Das ist echt unglaublich. Vielleicht sollten wir die letzten Runden sagen, nur Wurfmesser, oder? Was machst du denn? Was? Nur Wurfmesser, okay. Ja, weil ja, irgendwie diese Mischung ist ein bisschen kompliziert, weil du kriegst dein Wurfmesser nicht mehr zurück, ja. Kommst du ja nicht mehr hin, wenn der andere dann da sich... Ja, das ist aber echt scheiße dann. Also für mich ist es echt kacke, weil wenn ich es mal geworfen habe, habe ich echt keine Chance gegen zwei. Ja, ja, pass auf, dann machen wir das so. Es ist jetzt 9-1. Wir machen jetzt so, wir, der Boris und ich, wir machen nur Wurfmesser und du darfst auch das normale Messer machen. Ja, okay. Da müssen wir halt echt wegrennen, wenn du uns halt irgendwie unser Wurfmesser wegnehmen willst. Aber darf ich mein Wurfmesser wieder aufnehmen? Ja, logisch kannst du es wieder aufnehmen, auf jeden Fall. Nein, du hast nur einen Wurf. Genau, der muss sitzen. Nee, klar, also wir dürfen es wieder aufnehmen. Ist halt die Frage, ob wir das hinkriegen, ja? Der ist bei B. Der ist bei mir, der ist bei mir, der will mich töten. Ich hau ab. Ach, mach Sachen, also. Also der war bei B und ich habe mein Wurfmesser verworfen, Boris, und daraufhin wollte er mich normal messern, hat er nicht hingekriegt, der Depp. Und das wieder heißen. Ja gut, hast du nicht hingekriegt, ist halt so. Ich verrate dir was, Christian. Ich habe mein Wurfmesser wieder. Nein! Ich hatte. Boris, das ist nicht gut. Wir sind zu zweit. Nicht mehr. Das ist suboptimal. Nee. Das ist jetzt scheiße. Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt kacke. Komm zu Papa. Boah, das darfst du machen, oder was? Weiß ich nicht. Ich komme an dir nicht mehr vorbei. Ich komme ja an dir nicht mehr vorbei jetzt. Ja, ich komme doch nicht mehr an dir vorbei jetzt. Was mache ich denn da? Da musst du irgendwie vorbeikommen, Junge. Guck mal. Da bin ich nicht mal im Bild, ja? Dieses normale Messer ist einfach... zum Kotzen. Das war, weil ich verzögert war durch deine Blendgranate. Ja, nee, gar nicht wahr. Also da müssen wir, okay, da müssen wir zusammen, also Boris, da müssen wir zusammenbleiben, ja. Weil einer alleine kriegt das dann nicht mehr gebacken. Also A oder B ist er, das ist... Das ist immer stark. Ich nehme mal erst bei B. Vielleicht bei B sein, wenn der Boris da schon ist. Aha! Das wäre echt nicht der klügste Kommentar von mir. Aber ich habe ihn zumindest da gesehen, also. Nein! Wie machst du denn das? Boris, lass uns zusammen gehen. Wir haben nur Wurfmesser. Er hat ja auch nichts anderes, also er darf ja auch nicht schießen. Da ist er beim LKW, hinter dem LKW. Oh, oh, oh. Nein. Das geht nicht. Das ist vollkommen unmöglich, glaube ich. Ich meine, wir machen das jetzt nochmal so 3-4 Runden, aber das ist echt... Bin mir nicht sicher... Nein, das ist schon fair so, also. Ja, komm. Wenn du einmal mit dem scheiß Wurfmesser daneben wirfst, ne, dann bist du echt geliefert. Ja, genau. Aber ich habe auch gerade mit dir, also bei dir habe ich auch geworfen dann da und ja. Ja, ne? Wir haben die Bombe. Achtung, feindliche Vorräte. Der Typ will sich Vorräte holen.
Dieses scheiß Schild! Stirb doch einfach! Ah. Jawohl! Du sitzt da bei meinen Vorräten! Ah, das hab ich nicht gesehen. Ich hab die Vorräte und ich hab ihn gekillt. Ja, das ist dieses Abschlussding, ne? Was ist denn mit Vorräten? Haben die verwendet oder Abschlussserien darf ich auch verwenden, also außer dieses Ding, oder? Ach so. Ich hab jetzt auch eine ganz lustige. Ja, gut, keine Ahnung. Ja, ja ist eigentlich egal. Das ist halt schon ein bisschen unfair, jetzt, wenn ich das mache. Nee, du, das darfst du schon verwenden, du bist ja alleine, also. Na gut. Ey, das ist unfair! Ey, Alter, ich hab dich voll erwischt, das kann doch nicht sein, dass du nicht stirbst. Ja. Hast du wohl Scheiße gebaut. Das kann nicht sein, du warst auf offenem Feld und ich bin voll, ich hab dir in dein Gesicht geschaut, dass die runterfiel. Der ist bei A. Lass bei B planten. Das wird eh nicht bei A, Leute. Erstmal mein Messer weggeworfen. Ja, Christian, wärst mal lieber nicht so schnell weggelaufen, ne? Ach, verdammt, ja. Ja, aber Laufen ist natürlich eigentlich schon ein ganz gutes Konzept hier. Nein, der will mich! Oh. Was mach ich denn jetzt? Nein! Ja, da hätte ich mir wohl mein Messer wiederholen müssen, ne? Oder wie ist das? Ui, also ich habe eigentlich vor 7 angeschaltet, aber ich... Nee, 7,5 ist die Grenze, Junge. Oh ja, da geht er drauf. Wegen deiner scheiß Blendgranate, ja? Ja gut, das haben wir aber nicht verboten. Das stimmt allerdings auch. Ja, haben wir nicht verboten. Aber die hat mich halt echt so langsam gemacht, dass ich da nicht hingekommen bin. Ja, was soll ich machen? Ich hatte nichts, ich hätte mich ja nicht mehr wehren dürfen. Ich konnte nur auf Zeit spielen. Ich hätte einfach zur Bombe gehen können, verdammter. Ja, logisch. Ich durfte ja nicht messern. Ich hätte erst mal mein Messer holen müssen. So, jetzt geht's wieder, hoffe ich. Eins. Ah, der Mikrofon war kaputt. Ja, jetzt. Das hat er natürlich ausgenutzt hier. Ja, also Junge, ich bin um dich rumgelaufen, du hast mich nicht gesehen. Was soll ich denn machen? Aha, da habe ich doch was gehört. Nein! Ich wollte es gerade holen! Naja, ist egal, kannst du nix. Da machst du nix, ja. Das ist halt echt scheiße, ja. Da müssen wir echt irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, jetzt heult doch rum, ey, Leute, ja. 11-4. Ja, da habe ich auch echt zu früh geworfen, ja. Hätte ich nur warten können. Das muss man auch lernen. Also, Wurfmesser umgehen, das ist echt so eine Sache. Ja, total, ja. Ja, das ist so eine Sache, Christian. Ja, kennst du dich nicht aus mit? Alter, ich hab auch schon Kills mit dem Wurfmesser gemacht, oder? Ja, komm her. Komm her, solange ich es noch hab. Ja! Oh, come on! Da läuft er auf gerader Linie. Ich sage noch, komm her. Ja, aber weil ich auch geworfen hab. Guck, da werf ich mich auch. Ich hab dich eigentlich auch erwischt, ey. Das war mich auch schön. Ja, Christian, aber dann ist es halt vorbei. Weißt du, es ist 12-4. Naja, ich weiß. Ich wollte halt auf Risiko gehen. Ich wollte mich da nicht so leicht ergeben. Verstehst du? Na, immerhin bist du positiv, ja. Aber sowas von 18 zu 11, ja. Ja. Aber das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Ja, das ist echt witzig, ja. Auch also 2 gegen 2, nur mit Wurfmesser, glaube ich, ist echt witzig. Ja, also genau, da muss halt auch echt jeder erstmal sein Wurfmesser wieder aufheben. Ja. Ja, cool.